Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns kurz an, wie der Lasputiva Cyclone Boa nach 800 Kilometern aussieht. Vorweg sei gesagt, das hier ist keine Werbung. Ich habe mir den Schuh damals selbst für mich gekauft. Aber ich denke, für den einen oder anderen ist sowas ganz interessant. Denn man kriegt immer mehr den Eindruck, dass die ganzen neuen Trail-Schuhe nur noch eine sehr kurze Lebenserwartung aufweisen. Hier bin ich aber etwas überrascht, in was für einem eher guten Zustand sich der Schuh befindet. Ich war mit dem Schuh bisher ca. 800 Kilometer unterwegs und er hat bei mir so ziemlich alles erlebt, was ein Schuh nur erleben kann. Sehr alpine, schwierige Trailläufe, Bergtouren, Läufe bei Schnee und Matsch sowie Mountainbike-Touren bei Hike- und Bike-Unternehmungen. Dementsprechend sieht er auch schon aus. Hier und da sind natürlich Risse und Abnutzungen vorhanden. Das ist aber meiner Meinung nach ganz normal. Betrachtet man aber die Sohle mit dem aggressiven Stollenprofil für hervorragende Traktion auf schwierigem Gelände, ist diese noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Man muss bei der Sohle auch sagen, dass man sich auf die zu 100% verlassen kann. Man klebt quasi an der Oberfläche, ob Fels oder sehr nasser Boden. Man hat nie ein unsicheres Laufgefühl oder gar Angst wegzurutschen. Es sei aber auch gesagt, dass die auf keinen Fall etwas für die Straße oder den Asphalt ist. Dafür sind die Stollen einfach viel zu ausgeprägt. Und es fühlt sich so an, als würde man mit Fußballschuhen auf Asphalt laufen. Nicht wundern, dass der noch etwas nass ist, aber ich komme gerade damit von draußen. Allgemein ist es ein Trailrunning-Schuh, der für schnelle und technische Trails entwickelt wurde. Er verfügt über das Boa-Schnürsystem, das eine schnelle und präzise Anpassung ermöglicht. An dem Boa-System merkt man absolut null Abnutzung oder Defekte. Es funktioniert perfekt wie am ersten Tag. Das Obermaterial besteht aus atmungsaktivem Mesh und ist mit TPU-Overlays für zusätzlichen Schutz verstärkt. Hier hat es aber eine Wurzel tatsächlich geschafft, mir den Schuh aufzureißen. Da er mir zum Wegwerfen noch zu schade ist, habe ich den hier nochmal verklebt und nutze den noch ab und zu bei sehr schlechtem Wetter für Training. Er hält auch noch ganz gut. Die Zwischensohle besteht aus einer Kombination aus EVA und TPU für Dämpfung und Stabilität. Der Schuh hat eine Sprengung von 7 mm und wiegt als Paar 660 Gramm. Der Schuh hat hier einen Rockguard für zusätzlichen Schutz vor Steinen und anderen Hindernissen auf dem Trail, welcher auch perfekt funktioniert. Insgesamt ist der Lasputiva Cyclone Boa ein technischer Trailschuh mit vielen Funktionen, die für Läufer auf schwierigem Gelände von Vorteil sein können. Ich würde den Schuh für zu ca. 15 bis 25 Kilometer Strecken empfehlen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Läufer unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse hat. Und was für den einen Läufer funktioniert, mag für einen anderen möglicherweise nicht ideal sein. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Schuh in die Kommentare. Ich danke euch fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.